Ich bin Simon. Und ich bin Carlotta. Und wir nehmen euch mit in die Werkstatttage des Berufsorientierungsprogramms, wo wir verschiedene Berufsfelder für euch testen. Ich bin Carlotta und was im Berufsorientierungsprogramm natürlich nicht fehlen darf, sind die Naturwissenschaften. Deswegen geht es für mich heute genau dahin und ich hoffe, dass Physik, Chemie alles eine Rolle spielt. Und genau so ist es. Mich erwarten Technik, Instrumente und Chemikalien. Heute dürfen wir hinter die Türen des Technikums schauen. Ausbilder Matthias Borg wird uns den ganzen Tag über begleiten. Ihr könnt auch dann unsere betreuenden Azubis auch mal fragen, wie die Ausbildung so ist, wenn er euch da irgendwie interessiert. Los geht's. An 4 Stationen erwarten uns verschiedene Aufgaben. Station Chemie. Wir dürfen selbst ausprobieren und uns die Chemikalien und ihre Reaktionen genau anschauen. An unserer nächsten Station stellen wir Gips her. Was auf jeden Fall hilft, wenn man in der Schule aufgepasst hat. Eigentlich ist Gips herstellen ähnlich wie Kuchenbacken. Wir nehmen Zutaten und mischen sie nach genauen Angaben. Nur, dass am Ende kein Kuchen entsteht, sondern Gips. Oder wie der Fachmann sagt, Calciumsulfat entsteht. Die Zutaten bestehen in diesem Fall nur aus flüssigen Stoffen. Diese werden mit Hilfe von Instrumenten wie dem pneumatischen Rührer zusammengemixt. Was ich mich frage, wie soll denn aus der Flüssigkeit ein fester Gips werden? Damit das geschieht, brauchen wir ein weiteres Hilfsmittel. Mit einem Filter und einem Vakuum ziehen wir das Wasser aus unserem Konzentrat heraus. Hat auf jeden Fall was vom Kuchenbacken. Abmessen, einrühren. Was übrig bleibt, ist Gips. Nächster Schritt im Kuchenbacken. Ja. Teig ist fertig, kommt jetzt aufs Backblech und in den Ofen. Zum Mitschreiben. Gebacken wird bei 130 Grad. Und dann ist der Gips fertig. Kuchen im Ofen und wie lange backen wir jetzt, bis wir ihn nicht essen können, aber ihn fertig haben? Also circa bei der Menge vielleicht 4 Stunden, ansonsten so 4 bis 6 Stunden. Jetzt stürzen wir uns in die nächste Aufgabe. Bei dieser Station lernen wir, eine typische Fabrikanlage zu steuern. Mit Hilfe eines PCs kommunizieren wir mit der Anlage und teilen ihr die gewünschten Arbeitsschritte mit. Doch die Technik macht nicht alles alleine. Man muss sich mit der Systematik auseinandersetzen und sie verstehen. Zur richtigen Zeit geben wir per Mausklick die benötigten Impulse. Man macht hier Klick, da Klick, alles geht auf, Ventile öffnen sich, Vakuums kommen rein, Wasser kommt rein. Macht schon Spaß. So. Schiefgehen kann zum Glück nichts. Die Technik passt auf, dass nichts überläuft. Jetzt explodiert er. Das habe ich mir ein bisschen spektakulärer, so mit Sound vorgestellt. Nee. Spektakulär wird es auch an der nächsten Station. Hier entsteht ein Rohrsystem, durch das am Ende Wasser laufen soll. Und zwar ohne zu tropfen. Jetzt wollen wir uns einfach mal überprüfen, ob das jetzt auch von allen soweit dicht aufgebaut wurde. Die Antwort darauf kann uns nur das Wasser geben. Wenn es bis zum Ende durchläuft, haben wir die Aufgabe bestanden. Okay. Hoffentlich alle dicht. Ach, leider ist das Rohrsystem nicht ganz so dicht, wie wir es uns erhofft hatten. Aber es ist ja auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich gehe auf jeden Fall mit vielen neuen Eindrücken aus dem Berufsorientierungstag. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, in einer großen technischen Anlage die Bedienung zu übernehmen? Für mich war das heute eine ganz einzigartige Erfahrung. Wer keine Angst vor Chemie und Physik hat und auch gerne mal an komplizierten technischen Aufgaben tüftelt, der findet vielleicht im naturwissenschaftlichen Bereich seinen Beruf.